In der heutigen Folge von Tommy hilft widmen wir uns den Fragen wissbegieriger Eltern, die ich in den großen Weiten des Internets gefunden habe. Entschuldigung, welche Kompetenzen haben Sie denn bitte, um Elterntipps zu geben? Haben Sie Kinder? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Aber ich habe den Film The Children gesehen und das sollte als Referenz eigentlich ausreichen. Also schauen wir uns doch mal an, was eure Eltern so für Fragen haben. Hallo, was wird mit meinem Sohn passieren nach der Scheidung? Wenn ich mich irgendwann mal von meiner Frau getrennt habe, was passiert mit meinem Sohn? Er ist 2. Ach, da brauchen Sie sich überhaupt keine Gedanken zu machen. Der wird vermutlich als Kindersoldat an einen Warlord in Afrika verkauft. Wäre er 3, wäre das wiederum anders, aber mit 2, naja, was will man machen? Aber mal im Ernst, was soll schon großartig passieren? Der Fall landet vor Gericht, der Frau wird das Sorgerecht zugesprochen, du darfst deinen Sohn einmal die Woche sehen und für sämtliche Unkosten aufkommen. Das Übliche halt. Und deswegen verhüten wir. Mein Sohn onaniert. Was tun dagegen? Mein Sohn, 13 Jahre, onaniert. Ich habe schon versucht, ihm das auf verschiedene Weisen auszureden, zum Beispiel, dass man davon erblindet oder dumm wird, aber nichts hilft. Was kann ich nur tun dagegen? Okay, du hast an dieser Stelle 3 Möglichkeiten. Erstens, reib seine Hände mit Chilischoten ein. Zweitens, kauf ihm so einen komischen Keuschheitsgürtel. Oder drittens, hör einfach damit auf, eine verdammte Spaßverderberin zu sein. Dein Sohn gönnt sich eine Runde. Na und? Das macht jeder, weil es nun mal Spaß macht. Also warum zur Hölle interessiert es dich? Und deinem Sohn zu erzählen, dass er von sowas blind wird oder ähnliches, wird bestimmt nicht dafür sorgen, dass er damit aufhört, sondern er wird lediglich aufhören, auf dich zu hören, weil du versuchst, ihn zu verarschen. Wenn er also bemerkt, dass du irgendwelche Nebenwirkungen erfindest, nur damit er seine Griffel bei sich behält, dann wird er eventuell auch nicht auf dich hören, wenn du ihm sagst, dass man von Heroin ganz schnell abhängig wird und körperlich zugrunde geht. Und ehe du dich versiehst, hängt dein Sohn dann irgendwann hinterm Hauptbahnhof rum und lässt sich von übergewichtigen Rentnern für einen 5er die Backen spreizen. Und alles nur, weil du verhindern wolltest, dass er mit seinem Genital eine Runde Spider-Man spielt. Willst du das? Ja, klingt gut. Okay, dann mach weiter so. Mein Sohn, 16, hört seit circa 2 Monaten Metal. Ist Metal gefährlich? Was soll ich tun? Mein Sohn, 16, hört seit circa 2 Monaten Metal und trifft sich mit Leuten, die das ebenfalls hören. Macht Metal nicht aggressiv oder gefährlich? Was soll ich tun? Hat mein Sohn Depressionen? Ich, als jemand, dessen Spotify-Playlists zu 90% aus Liedern bestehen, die dem Genre Metal zugeordnet werden können, kann ihre Bedenken nur allzu gut nachvollziehen. Ja, selbstverständlich macht Metal aggressiv und 99% der Menschen, die diese Art von Musik hören, sind selbstverständlich auch depressiv. Das ist so sicher, wie dass die Erde flach ist und dass Passagierflugzeuge absichtlich tonnenweise Giftgas in die Atmosphäre jagen, um uns alle umzubringen. Und aus diesem Grund muss ich folgende empfehlen. Aussprechen. Bitte ersetzen Sie umgehend sämtliche Metal-Alben Ihres Sohnes mit CDs von Gangster-Rappern, die in jedem Lied über friedvolle Dinge rappen, wie den Konsum von Betäubungsmitteln, den Verkehr mit Bordsteinschwalben oder das Aussprechen von Morddrohungen. Und das meine ich ganz ernst, handeln Sie schnell, bevor Ihr Sohn noch an einer Überdosis Metal stirbt. Mein Sohn ist 20, macht nichts, nur rumfaulen. Kann ich ihn rausschmeißen? Das ist eine aus der Ferne etwas schwer beantwortbare Frage, weil uns hier einige wichtige Informationen fehlen. Erstens, wie stark sind Sie? Zweitens, in welcher Höhe befindet sich denn überhaupt das Fenster? Und drittens, wie lange fault er denn schon vor sich rum? Denn nach einer gewissen Zeit der Verwesung sollte es eigentlich relativ leicht sein, ihn auch in mehreren Teilen des Fensters zu befördern. Aber jetzt mal im Ernst. Sobald der Mensch das 18. Lebensjahr erreicht hat, ist er volljährig und kann von euch dann auch theoretisch aus der Wohnung geworfen werden. Das geht allerdings nicht so von jetzt auf gleich, sondern dafür müsst ihr als Eltern mit Hilfe eines Anwalts einen Antrag beim Familiengericht einreichen, was alles in allem etwas viel Arbeit ist. Am einfachsten ist es also, wenn ihr das Ganze wie Erwachsene regelt. Mit einem Kampf auf Leben und Tod. Möge das Glück stets mit euch sein. PS, ich kann nicht pfeifen. Boah, echt krass, da wäre ich von alleine jetzt nie drauf gekommen. Danke für die Info. Ich möchte meinen Sohn verhaften lassen. Hat das einen guten erzieherischen Effekt und wie macht man das überhaupt? Mein Sohn, 16 Jahre alt, hat aus meinem Portemonnaie letztens etwas Geld geklaut, um sich ein Videospiel zu kaufen. Das hat mich sehr, sehr wütend gemacht, sodass ich jetzt zu einer erzieherischen Maßnahme greifen möchte. Ich möchte meinen Sohn verhaften lassen. Das heißt, ich möchte, dass die Polizei zu uns kommt und meinen Sohn in Handschellen auf die Wache fährt. Ist das eine gute erzieherische Methode, um ihm so eine Lektion zu erteilen, dass er sich an Gesetze halten muss? Und wie kann man sowas organisieren? Kann ich die Polizei einfach anrufen, dass sie meinen Sohn festnehmen sollen? Als erzieherische Maßnahme oder gibt es dafür bestimmte Programme bei der Polizei? Na klar hat das einen guten erzieherischen Effekt. Ich bin mir sicher, dass diese Aktion eure Beziehung zueinander verbessern wird. Probiert es gar nicht erst darüber zu reden oder ähnliches. Du gehst einfach zur Polizei und zeigst deinen Sohn an. Oder noch besser, du verbreitest irgendwelche Lügen über ihn. Zum Beispiel könntest du den Verdacht äußern, dass er sich einer Terrororganisation angeschlossen hat, damit man ihn dann noch direkt ein paar Tage in U-Haft behält und er einmal das volle Programm der Exekutiven zu spüren
spüren bekommt. Schade, dass wir hier nicht in den USA sind. So eine Runde Waterboarding würde den kleinen Mann bestimmt lehren, dass er sich nicht einfach so Geld von dir zu nehmen hat, um sich Videospiele zu kaufen. Mein Sohn ist Fortnite-süchtig. Was tun? Nun ja, an dieser Stelle kann ich dich zwischen zwei Handlungsmöglichkeiten wählen lassen. Erstens, du setzt deinem Sohn ein Zeitlimit fürs Zocken, das du dann auch konsequent durchziehst, indem du ihm nach einer bestimmten Zeit einfach die Konsole oder whatever wegnimmst. Oder zweitens, du legst dir ebenfalls Fortnite zu, folgst deinem Sohn in jedes einzelne Spiel, killst ihn dort, rennst dann in sein Zimmer, lachst ihn aus und machst einen Fortnite-Tanz, bis er keinen Bock mehr auf das Spiel hat. Relativ einfach. Kommen wir jetzt zur letzten Frage für heute. Mein Sohn ist schwul. Wie soll ich damit umgehen? Mein Sohn hat mir heute gestanden, dass er schwul ist. Ich habe daraufhin gar nichts gesagt. Ich wusste einfach nichts Passendes. Nun will er mir seinen Freund vorstellen. Mein Sohn ist erst 15. Bitte schnell um Rat. Wow, na da hast du ja direkt instinktiv richtig gehandelt. Dein Sohn hat gerade seinen ganzen Mut zusammengefasst und dir gesagt, dass er homosexuell ist, und anstatt ihn in den Arm zu nehmen und ihm zu zeigen, dass es dir egal ist und du ihn lieb hast, vollkommen egal, welche sexuelle Orientierung er hat, hast du einfach nichts gesagt und direkt den Computer angeschmissen, um zu erfahren, was du machen sollst. Ganz ehrlich, als Elternteil sollte es eigentlich nur eine Sache geben, um die du dich kümmern solltest. Und zwar, dass dein Kind glücklich ist. Also gehst du jetzt zu deinem Sohn, nimmst ihn in den Arm und flüsterst ihm ins Ohr: Ich tötete Mufasa. Und ganz im Ernst, dieses Outing hat für dich eigentlich nur positive Konsequenzen. Denn wenn dein Sohn dich jetzt mitten in der Nacht mal anruft und sagt, wir müssen reden, dann brauchst du schon mal keine Angst zu haben, dass er aus Versehen irgendwen geschwängert hat.